Thematik heute, meine lieben Leute. Ja, Ex zurück, manifestieren lautet dieses Meisterwerk. Diese magischen Worte bringen dir deinen Ex zurück. Ja, diesbezüglich haben wir, wie in unserer Reihe 20, pardon, üblich auch mal ein Video, ein Beratervideo hier in Augenschein genommen. Das gucken wir uns heute einfach einmal hier gemeinsam an, geben auch Empfehlungen aus unserem Haus hier mal heraus, schauen wir mal, was ist daran so koscher hier an diesem Manifestieren, wie soll das hier konkret funktionieren, was sind das hier für magische Worte, Attraktivitätsaufbau und Steigern und so weiter. Das wird natürlich in diesem Video auch noch eine Rolle spielen, wie natürlich auch die üblichen Tipps, Tricks, Cheats und Hinweise für euch wieder einmal kostenlos natürlich ebenfalls in diesem Video. Ja, herzlich willkommen hier wieder bei F&MTV. Ja, im Intro habe ich es ja schon angerissen, hier eigentlich sogar schon erläutert. Es geht um das Thema Manifestation, sprich Ex zurück manifestieren. Hier in diesem Fall diesbezüglich haben wir uns das Beratervideo von wem soll es anders sein, wieder mal aus der Werkstätte von Emanuel Albert haben wir uns da mal was rausgezogen. Interessant fand ich natürlich hier bei der Überschrift diese magischen Worte, die würden hier den Ex zurückbringen. Ja, was sind das natürlich für Worte? Das werden wir jetzt dann gleich in Augenschein nehmen. Aber zuerst einmal möchte ich mich mal wieder für Post bedanken, die mich hier erreicht hat. Meine besten Grüße und Wünsche gehen hier an den Ron Klemann aus Hohennassel oder wie das heißt. Also Ron, ich hoffe, ich darf Ronny sagen, sag mal Ronny, wir hatten doch schon einmal irgendwann mal miteinander zu tun, oder? Der hat mir auf jeden Fall das hier zukommen lassen mit einem sehr, sehr netten Brief, mit einem sehr netten Schreiben. Lieber Metin, ich danke dir über diesen kleinen, wirklichen EDC-Helfer, Extra Day Carry im Schlüsselkartenformat. Hast du sicher deine kleine Freude oder vielleicht auch gelegentlich eine gute Verwendung, da sie wunderbar in jedes Scheckkartenfach passt. Du weißt ja, lieber haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben. Da hat er recht. Dies nur als kleines Zeichen meiner Wertschätzung für dich und deine Arbeit. Herzlichen Dank, Ron Klemann, aka YouTube, Leave and Never Turn Back. Ja, genau. Leave and Never Turn Back. Du hast schon ein paar etliche Male bei mir kommentiert, gell? Bist seit Jahren schon ein treuer Zuschauer. Ich danke dir vielmals, mein Freund. Dankeschön. Das wird sich auf jeden Fall hier in den Geldbeutel, werde ich es jetzt nicht stecken, aber ich denke, ich werde es ins Autofach hier reintun. Da ist es auf jeden Fall schon einmal sehr gut aufgehoben. Ja, kommen wir zurück hier zu Meister Albert Alberto TV hier, Ex zurückmanifestieren, diese magischen Worte bringen dein Ex zurück. Den Originallink zu dem Video, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wie gewohnt, hier lassen das Ganze in anderthalbfacher Geschwindigkeit durchlaufen, aber es ist schon recht gut verständlich. Sage diese Worte, damit er sie zurückkommt. In diesem Video erkläre ich dir, wie du dein Ex zurück manifestieren kannst, mit welchen Worten du ihn oder sie wiedererobern kannst. Achtung, die Worte werden dich überraschen und das Lustige und Wichtige ist, sie werden auch deinen Ex überraschen. Und bei wem funktionieren diese Sätze bzw. diese Worte nicht? Ganz wichtig, raus sind, wenn der Ex wirklich keine Gefühle hat, wenn wirklich die Tür zugeschweißt ist und einfach nichts mehr geht und der weiter ist. Wenn du hier dir unsicher bist, was der Fall ist, hol dir gerne einen erfahrenen Coach an deine Seite, damit du deine Chancen einsortieren kannst. Mal funktionieren diese Sätze sehr gut, wenn ihr wieder regelmäßig Kontakt habt, aber es irgendwie nicht weitergeht. Achtung, wenn ihr noch keinen Kontakt habt, brauchst du eventuell erst eine Kontaktsperre. Dazu mache ich übrigens immer wieder Videos, abonniere also diesen Kanal, damit du davon keine verpasst. Und eventuell musst du auch erst eine Aufräumaktion machen, findest du in meinem Extra-Buch, wie das geht, damit überhaupt ihr wieder einen flüssigen Kontakt habt. Aber wenn ihr einen habt und es irgendwie so richtig weitergeht und du schon Angst hast, dass es Richtung Freundschaftszone geht, dann sind diese magischen Worte genau die richtigen Ansätze. Wenn ihr also... Stopp. Es geht ja schon mal wieder mit einem wunderbaren Widerspruch hier los bei dem. Ehrlich war der absolute Hammer. Warum soll ich hier eine Kontaktsperre reinhauen, wenn eh kein Kontakt da ist? Verstehe ich nicht. Könnt ihr mir das irgendwie erklären?
Ihr könnt mir gerne was dazu in der Kommentarleiste hier hinterlassen. Das wäre schon einmal eine mega spannende Antwort hier. Und bei der Gelegenheit, weil er das auch gerade gesagt hat, seinen Kanal zu abonnieren, da könnt ihr gerne auch unseren Kanal hier auch abonnieren. Da seid ihr auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite, was hier so Dating, Beziehungstipps, Persönlichkeitsentwicklung, Mannwerdung, der Weg der Frau etc. pp. Und wie in diesem Fall Ex zurück hier angeht, hier Tipps von richtigen Fachleuten aus der Sicht der Linse, der Red Pill natürlich da auch heraus. Und dementsprechend habe ich ja auch schon Videos auch von ihm schon einige kommentiert hier. Und zum Thema Manifestation, da habe ich auch dieses wunderschöne Video von seiner Kollegin da hier auch schon mal auf den Prüfstand geschickt und dementsprechend was dazu gesagt. Link oben in der Infobox, unten in der Videobeschreibung oder zum Ende des Videos hängen wir es euch ganz gerne hier ran. Da sind diese Videos, die findet ihr alle in der Playlist der Reihe 20. Die hänge ich euch auch am besten mal in die Infobox oder zum Ende des Videos hier ran. Da sind sie alle hier vertreten, die ganzen namenhaften Berater, auch natürlich ein paar No-Names mit dabei, Psychologen und so weiter. So ziemlich jeder, der zu diesem Thema, sage ich einmal, mit gefährlichem Halbwissen, meines Erachtens nach, so wie ich es sehe, seinen Senf dazu gibt. Ja. Und in Sachen Freundschaftsschiene in die Freundschaftsschiene hier sich reinkatapultieren lassen von der Ex, da ist ja der hier Experte. Ganz klar. Und wie soll es natürlich auch anders sein, wenn du hier so gleich mal als Generalrezept für so ziemlich jeden eine Kontaktsperre hier empfiehlst und dementsprechend so festgezurrte Systeme hier anbietest, verallgemeinerte Tipps hier natürlich da raushaust hier. Du hast ja hier, wir haben ja im Bereich der Kontaktsperre, da habe ich ja mit Klaus mal ein sehr schönes Video hier rausgebracht, auch in der Reihe 20 zu finden. Ich hänge euch mal den Link, beziehungsweise der Yoshi haut euch den Link oben in die Infobox und in die Videobeschreibung oder zum Ende, wie gesagt, hängt er es euch hier mit dran. Und es ist ganz einfach brandgefährlich, weil diese ganzen Totalkontaktsperren, die gehen in 80% der Fälle ganz einfach nach hinten los. Das ist das ganze Problem. Und da hast du auch diese Problematik hier natürlich da, dass du hier eine Falschkeit hier an den Mann ganz einfach legst oder beziehungsweise in das Spiel hier mit hineinwirfst, was natürlich, sage ich einmal, deine Ausgangslage eher verschlimmert als verbessert hier. Ja gut, schauen wir doch gleich einmal weiter. Kontakt habt, wann nutze ich diese Sätze in dem Coaching auch, wenn ihr in einer Freundschaft seid mit dem Ex und irgendwie kommt es nicht zur richtigen Beziehung, ihr trefft euch, aber es geht nicht richtig weiter. Wenn ihr regelmäßig schreibt, aber er versetzt sich immer wieder, sagt Treffen kurzfristig ab. Was sind dann also die Sätze, die Reaktion, die du zeigen solltest? Und ganz kurz, bevor du diese Sätze sagst, zählt übrigens immer dein Verhalten. Dieser leichte Rückzug, dieses den Ex auf Entzug setzen, um seine Aufmerksamkeit in der Richtung zu schärfen, ist ganz wichtig. Und auch, Achtung, habe da keine Angst. Wenn du dich zurückziehst, gibt es 4 Reaktionen, die klassischerweise kommen vom Ex, die dich nicht erschrecken dürfen. Erstens fragt er nach, wie es dir geht. Und er bemüht sich um dich und wird ganz lieb. Das ist doch schön. Zweitens, dein Ex wird zickig. Sie fragt, warum du nicht mehr antwortest, was das Ganze soll. Das ist schon nicht mehr so schön. Oder sie werden richtig sauer. Oder... Viertens, ignorieren und blockieren dich sogar. Das darf dich irritieren. Wir haben keine Chance, mit den richtigen Sätzen ranzukommen, wenn ihr noch überhaupt nicht dort seid, wo eine gute Kommunikation läuft. Das kann man alles erreichen. Wichtig, lass dir davon nicht dein Glauben an Ex zurück versauen. Gerade bei der zweiten und dritten Stunde. Was? Oh, ist der Typ geil, ehrlich war. Den Ex auf Entzug setzen. Alter. Mit der Argumentation, um seine Aufmerksamkeit in deine Richtung zu schärfen. Das ist mit Abstand die dümmste Begründung für eine Kontaktsperre, die ich in meiner ganzen Karriere bisher je gehört habe. Also wirklich die dümmste. Den Ex auf Entzug setzen, das klingt ja schon einmal richtig gigantisch. Ehrlich war, das ist ja echt der absolute Hammer. Also... Wieso sollte dein Ex auf Entzug sein? Wieso sollte der? Warum? Ich kann mich daran erinnern, wenn ich mich mal von Mädels getrennt habe oder so. Boah, ich war froh, dass ich das Trennungsgespräch hinter mir hatte. Und ich war froh, dass ich ein paar Tage und Wochen nichts mehr von dir gehört habe. Wo soll da der Entzug sein? Bei dir ist doch da der Entzug vorhanden. Das ist doch die eigentliche Problematik. Das ist doch die Problematik und diese 4 Reaktionen. Da hat er schon recht. Das habe ich in meiner Berufslaufbahn auch schon immer wieder erlebt. Da wird er mal nachgefragt, wie es einem geht. Der wird bei nicht antworten oder sie wird ganz einfach irgendwie zickig, wird sauer hier. Man wird ignoriert, vielleicht auch blockiert. Das stimmt. Aber was ist bitte,
wenn jetzt das gemeinsame Kind krank wird oder wenn jetzt der gemeinsame Hund eingeschläfert werden muss, so ich sage mal, so recht wichtige Dinge, antwortest du dann auch nicht, ignorierst du den dann auch oder wie läuft es denn da ab? Weißt, das kannst du doch nicht so verallgemeiner draußen. Zudem melden sich ja die Echsen in den meisten Fällen ja sowieso hier, meist halt in fast allen Fällen auch über so einen sogenannten Konkurrenztest. Das blende ich jetzt nicht mehr ein, da habe ich immer, schau dir einfach mal in meinen Channel mal rein, da findet ihr auf jeden Fall Videos dazu. Der wird meistens besonders überwiegend, hauptsächlich von Frauen, sogar auch eher unterbewusst auch hier veranstaltet, sind sich dem auch während des Tests gar nicht wirklich bewusst hier. Und ich habe ja auch mit der Mascha ein Video mal rausgehauen, das blende ich ja schon mal hier ein, einfach mal schauen, Link oben, Infobox da unten in der Videobeschreibung oder zum Ende hängt es euch der Yoshi hier mit dran. Da erkläre ich ja das auch, woher die ganzen Berater und Wahrsager ungefähr wissen, wann sich der Ex meldet. Der Ex oder die Ex, die melden sich sowieso in den meisten Fällen hier immer so in einem Zeitraum von so 20, 21, 22 Tagen. Das ist doch kein Wunder. Und eben in den meisten Fällen natürlich auch mit einem sogenannten Kongruenztest. Das vermisse ich jetzt hier bei ihm komplett, die Leute darauf auch einmal hinzuweisen hier. Und wie man natürlich dann mit so einem Kongruenztest hier umgeht. Das ist eben so eine Sache. Da wird hier null drauf eingegangen. Und wie gesagt, diese Argumentation da, der Aufmerksamkeit in Richtung Ex zu schärfen, also ich bitte dich ehrlich mal. Meines Erachtens nach soll ich ja rechtlich immer mit dazu sagen, so wie ich es sehe, so wie ich als subjektives Individuum seine Informationen hier wahrnehme, entgegengestellt mit den Gesetzen von Mutter Natur, den Gesetzen der Anziehung, den gängigen Regeln der Verführungskunst etc. pp. Evolutionspsychologische, sozialpsychologische Grundlagen hier. Ja, gucken wir mal weiter. Das heißt, hey, warum sagst du nichts? Der Ex oder er wird richtig sauer. Es ist wichtig, dass du mit diesen Sätzen reagierst. Achtung, darauf wartet eine Falle, auf die ich auch schon vorbereiten möchte. Die Falle ist nämlich, dass der Ex so positiv von dir beeindruckt ist, dass er ganz kurz anfängt, liebe Sachen zu sagen oder dir wieder Hoffnung macht und du denkst, oh, es geht in die richtige Richtung und wirst zu schnell zu weich. Das darf dir nicht passieren, okay? Also, wenn er sauer ist, brauchen wir folgende Formulierung vorneweg. Entschuldigung, unschuldig machen. Unschuldig machen ist ultra attraktiv. Sorry, ich war dann unter. Entschuldigung, ich hatte einfach die Tage wirklich in die Ohren. Ich hatte immer gehofft, dass das okay für dich ist, dass ich gerade ein bisschen wegbreche. Dieses hatte gehofft, dass ich wegbreche, etc. Baut eine Brücke von Verständnis, Vertrauen und Gemeinsamkeit. Die Person in dem Moment, der Ex in dem Moment, nimmt das und denkt sich, stimmt, wir sind ja Ex, wir sind ja jetzt, aber wir kennen es noch gut. Also reagiere ich natürlich mit mehr Verständnis. Wenn das nicht nötig ist, weil er nicht sauer ist, sondern gleich liebt sich. Das ist jetzt gar nicht mal so blöd, was er da sagt. Dass wenn man, es ist jetzt nicht schlimm, wenn du an dem einen Tag oder dem anderen Tag einfach mal nicht antwortest und hier am nächsten Tag oder vielleicht zwei, drei Tage später sagst du, pass auf, sorry, grüß dich, sorry für die verspätete Rückmeldung und so weiter. Ich war dementsprechend unterwegs, war das Wochenende nicht da, ich war da und jenes und so weiter. Das auf jeden Fall. Da hat er da schon recht. Allerdings ist es aber auch so. Das hast du so oft, das hast du wahnsinnig oft, das hast du bei wirklich so ziemlich jedem Berater. Ich blende sie hier gerne nochmal ein, unsere Playlist 20, Link oben, Infobox und in der Videobeschreibung zum Ende hängt es euch die Yoshi mit dran, die ist ja voll von solchen Ratschlägen hier. Verständnis, Vertrauen, Gemeinsamkeiten hier, das baut doch keinerlei Attraktivität auf. Tut es doch überhaupt nicht. Das tut es doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum die ganzen Berater da darauf immer so rumreiten. Es ist sogar auch so, und das ist ja auch schon sozialwissenschaftlich erwiesen, dass zu viel Vertrautheit und hier zu viel von diesen ganzen Gemeinsamkeiten hier eher dafür sorgt, dass hier eine Entpolarisierung und eine Neutralisierung hier in Kraft tritt. Zudem da ist es auch viel zu logisch, was der da raushaut. Ich muss nur um Verständnis bitten, dann wird meine Ex dann hier halt praktisch für mich was übrig haben. Also das impliziert das sozusagen, was er da hier rausgehauen hat. Und was, wenn nicht? Was, wenn nicht? Was machst du dann? Erklär mir das doch bitte mal. Also das ist vom Grundsatz her, das waren schon die richtigen Worte. Aber was die dann jetzt auf der anderen Seite wieder mit Manifestation und den magischen richtigen Worten zu tun haben, ich weiß es nicht. Im Grunde genommen sind solche Aussagen eigentlich nur eine Entschuldigung dafür, dass man sich erst spät zurückmeldet. So wie ich es sehe, meines Erachtens nach. Öffnet und wieder offener ist, geht's hier weiter. Nummer zwei, oder der erste, wenn alles nett ist,
Ein Tun-Kompliment. Tun-Komplimente sind nicht, du siehst gut aus, das ist ein Sein-Kompliment, sondern ein Tun-Kompliment, wie, es ist nett, mit dir zu schreiben. Es ist mal so kurzweilig, mit dir zu schreiben. Oder, ich habe immer gemocht, dass du so nett schreibst, irgendetwas, wo du ein Kompliment dafür machst, dass die Person etwas gut macht. Achtung, und danach die Lücke. Denn dann kommt erst der Entzug, wo der Ex sich fragt, gibt es noch mehr von dieser kleinen, netten Süßigkeit? Es gibt ein Foto und ich schreibe, schön fotografiert, hast du das gemacht? Schöner Winkel, schönes Licht, irgendwas. Irgendetwas, was nichts mit dem Ex zu tun hat, aber etwas Süßes ist, was den Ex erreicht und danach die Lücke. Dritter Punkt. Stopp. Stopp, bitte, bitte. Alter, hat der einen Schlaganfall, Mann. Sag mal das doch mal. Tun-Komplimente. Tun-Komplimente. Ach du Scheiße, Mann. Sag halt na gleich Arschkriecherei. Was anderes ist es doch gar nicht. Das ist genauso der Witz der Woche, wie in diesem einen Video, das müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Das ist der Kracher, ohne Scheiß, wo er diesen Tipp mit dem Schokohasen raushaut. Das ist gigantisch, ehrlich wahr. Tun-Komplimente. Wahnsinn. Sympathie. Ich meine, jemand kann dir doch sympathisch sein und du gehst nicht gleich mit dem ins Bett, oder? Das hast du doch zuhauf. Ich bitte dich. Da geht's hier um Attraktivität und um sexuelle Anziehung. Die brauchst du hier. Das ist es. Und weder Tun-Komplimente noch irgendwelche, sag ich einmal, Schokohasen, wie es in diesem anderen Video hier schon rausgehauen hat. Weil die Problematik dabei ist ja auch das, damit, das da hier, diese Tun-Komplimente, damit gehst du ja direkt in den Frame des anderen da hier hinein. Das ist ja das Problem. Und somit erreichst du genau mit diesem Ratschlag hier ja langfristig doch das Gegenteil. Da baut sich doch keine Attraktivität auf. Ja, sicher. Freundschaftliches Verhältnis entsteht daraus. Freundlichkeit, Nettigkeit, das ist alles süß, lieb und nett. Aber es ist halt nicht sexy. Und das ist das ganze Problem. Trau dich, in eine Konfrontation zu gehen, vielleicht mit einem kleinen Dämpfer. Ja klar, verstehen wir uns gut. Natürlich ist es nett, dass wir widersprechen und widerschreiben. Wir waren ja auch lange zusammen. Wäre ja komisch, wenn nicht. Dass du das im Grunde runter machst und sagst, es ist nichts Besonderes, dass wir uns gut verstehen. Wir waren doch mal zusammen. Indem du das klein machst, von oben drauf schaust und denkst, ist nichts Besonderes, hast du einen mikrokleinen Dämpfer reingebaut, der nicht so punchy ist wie du Blödmann, aber trotzdem den Ex dahin bringt, wo er sich denkt, ach so, es ist so nett mit uns, wir quatschen so gut, wir sind so vertraut, weil wir halt zusammen waren. Sonst nichts. Sonst nichts ist das, was nachschwingen muss, wenn du den hier ankommen sehen möchtest. Und der vierte, der mir besonders viel Spaß macht. Stopp. Blödsinn. Meines Erachtens nach, so wie ich es sehe. Absoluter Blödsinn. Ich meine, der redet ja so, als ob du hier die Federführung hast. Wie bitte? Ich meine, denk doch mal an diese Trennungsphase zurück, wo der Trennungsmechanismus ausgelöst, wo sie oder er gerade Schluss gemacht hat. Wie du da hier mit ihr oder mit ihm herumdiskutiert hast, die ganze Zeit. Da bist du auch die ganze Zeit mit dieser offenen Kommunikation hier reingegangen. Da habe ich in der Playlist Zeitgeist 21 was dazu gesagt. Unbedingt ansehen, Link oben, Infobox, unten in der Videobeschreibung oder zum Ende hängt es euch der Yoshi hier mit dran. Also, da warst du doch während der Trennung, wo da Schluss gemacht worden ist, da warst du da auch nicht in der Position hier, irgendwelche Bitten hier rüberzubringen und hier den anderen damit dann erfolgreich zu überreden. Du warst doch absolut nicht hier in der Position, irgendwelche Forderungen zu stellen. Was soll jetzt hier anders sein? Nach der Kontaktsperre da, ich bitte dich. Was soll sich da jetzt großartig verändert haben? Dass man ein bisschen neutraler miteinander umgeht, ja, dass eine Neugierde aufgebaut wird durch eine Kontaktsperre hier. Ein gewisses Maß an Interesse hier vielleicht, aber in dem Moment, wo hier der erste Kongruenztest hier läuft, der erste Shit-Test, das nimmt er ja gar nicht in den Mund. Ich weiß nicht, ob er die Worte überhaupt kennt, keine Ahnung. In dem Moment, wo das kommt, dann kracht doch der Kartenhaus sowieso zusammen. Weil dann ist nämlich dein richtiges Verhalten hier gefragt und nicht mehr das, was du hier zu sagen hast. Das haut so nicht hin, was du hier sagst. Das Angriff, beziehungsweise den Spieß umdrehen. Zum Beispiel, ich finde es gerade gut, dass jeder etwas für sich Zeit hat. Wann bringe ich den? Zum Beispiel hat die Person dir das Treffen wieder abgesagt und gesagt, du, tut mir leid, am Samstag, am Sonntag, am Montag kann ich doch nicht. Wie häufig habe ich da die Fragen von euch bekommen? Was schreibe ich dann? Und hier kriegst du eine von meinen Lieblingsantworten. Nee, ich finde es auch gerade gut, dass jeder mal endlich etwas Zeit für sich hat. Ich finde es gut, dass wir diese Freiheit haben, uns kurzfristig abzusagen, weil wir uns so gut kennen. Genieß dein Wochenende. Mach die nächste Woche für dich. Diese Leichtigkeit ist für den Ex super überraschend. Das ist hohe Kommunikationskunst, dass du eine Absage auf diese Art und Weise derart positiv und gekonnt einfängst und
drüber stehst. Drüber stehst, Ex zurück, du, der so viel will, hier unten schwer. Du stehst drüber, das sind die Reize, die deinen Ex signalisieren, fast schon alarmieren, dass du jetzt ein neues Level an Entspanntheit, cool drüberstehen und Attraktivität ausstrahlst. Genau das will ich für dich. Kannst du übrigens auch, falls ihr euch hier verirrt habt, machen, wenn deine Beziehung noch hält, aber ein bisschen durch eine schlechte Phase läuft oder du bei frischen Dates noch nicht ganz angekommen bist. Ich hoffe, dass du mit diesen Tipps nicht nur dir, sondern auch Freunden und Bekannten, die an dieser Stelle teilweise haken oder den Leuten absagen oder wo der Ex-Freund, die Ex-Freundin einfach nur zur Freundschaft, aber nicht zu mehr zurückkommen. Einen Lieblingssatz habe ich übrigens noch für euch, den ich natürlich unbedingt mit euch teilen möchte. Stopp! Alter, echt gigantisch, ohne Scheiß. Dein Ex sagt dir das Treffen hier ab, okay? Und du sollst noch darauf reagieren mit: Hey, ich find's gut, dass jeder mal Zeit für sich hat. Schnell, schieß mir ins Gesicht! Sag mal, geht's noch? Mal ganz ehrlich jetzt, wenn so etwas bei mir im Coaching passiert, da reagiere ich entweder gar nicht mit dem GIF oder mit dem Bild darauf. Wobei ich da eher mit Bildern operiere, definitiv nicht mit Textnachrichten. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Es kommt auf den Fall darauf hier an, wenn hier das Date hier abgesagt wird. De facto ist, wenn ein Date abgesagt wird, dann hat der andere für dich keine Zeit. Was redet der da von Attraktivität? Genau das ist ja dann das Problem. Genau das ist ja das Ergebnis von unter anderem auch solchen Beratungen. Meines Erachtens nach, so wie ich es sehe. Weil, ich meine, du warst ganz einfach in dem Moment nicht lukrativ genug und nicht attraktiv genug, die Zeit hier mit dir zu verbringen. Diese Freizeit. Ganz einfach. Das ist hier dieses Problem. Weil die Anziehung hier von dir ganz einfach nicht ausgereicht hat. Und während du dann nach dieser Absage, weil ihr wolltet da, was weiß ich, am Samstag Kaffee trinken gehen oder am Sonntag Eis essen, keine Ahnung. Und während du hier, jetzt sag ich ja mal, nach dieser Absage, Freitag, Samstag, Sonntag hier, mit seiner Methodik hier, das hier tust. Kannst du 1000%ig Gift darauf nehmen, dass sie in dieser Zwischenzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit hier das hier tut. Treffen absagen bedeutet immer, ich habe keine Zeit. Das heißt es. Das heißt es. Und die Argumentation hier bei Absagen sei hier cool darüber stehen. Das ist so dieses, der Klügere gibt nach. Es ist in einigen Fällen schon sehr ratsam, aber in etlichen Fällen ist es aber auch so, dass der Klügere so lange nachgibt, bis er der Dumme ist. Das hat auch nichts mehr mit cool drüber stehen zu tun. Das ist überhaupt nicht cool. Du bist der Abgewertete in dem Moment. Aber zu dieser Thematik, da werde ich in der Playlist Zeitgeist 21 noch ein separates Video dazu noch rausbringen. Und einfach mal abonnieren den Kanal, da seid ihr auf jeden Fall dann immer auf dem Laufenden. Gerne das Video auch mit Leuten teilen, die das, wie gesagt, gut gebrauchen können. Und zwar, wenn du mit dem Ex so wieder so am Machen und Schreiben bist und er ein bisschen böse reagiert oder sauer reagiert oder an irgendeiner Stelle das Gefühl gibt, dass das nicht gut ist, was du tust, habe ich noch Folgendes für dich. Und achte auf die Energie, die hinten dran ist. Oh je, ich wollte dir eigentlich auf keinen Fall irgendwie Hoffnung machen, wir sind doch jetzt getrennt. Vielleicht sollten wir uns auch einfach nicht mehr treffen, unterhalten oder schreiben, weil ich möchte dich einfach auf keinen Fall verletzen, es wird mir echt leid tun. Boom! Genieße, was das in der Psyche mit deinem Ex macht und dreh den Spieß um. Das war ja hier unser letzter Punkt. Weißt du nicht, in welcher Variation du diese Worte genau auf deinen Ex anwenden solltest oder kommst du irgendwie mit den Worten nicht so ganz an ihn ran? Dann zögere bitte nicht, die Unterstützung bei uns erfahren Coaches zu holen. Dafür sind wir da, genauso wie in dem Buch Ex zurück, du genau weitere Unterstützung bringst, damit du so wirkst, dass diese Worte auch genau die Zuckerschicht auf einem tollen Kuchen sind, die der Ex einfach verschlingen wird. Viel Spaß, viel Erfolg, dein Beziehungscoach, wow, Dr. Emanuel. Habe ich jetzt hier gerade den Bus verpasst? Oh je, ich wollte dir keine Hoffnung machen, wir sind doch jetzt getrennt. Das sollen die magischen Worte hier sein, womit der manifestiert wird, oder was? Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Genieße, was das in der Psyche mit deinem Ex macht. Ich habe schon härtere Sachen gehört, okay? Mal ein Beispiel von meiner Seite. Da habe ich mal was mit einer laufen gehabt aus Friedberg. Kathi hieß die, okay? Ist schon lange her. Es war auch so eines von diesen kurzen Liebschaften, die ich da ganz einfach mal hatte. Das ging so 4, 5, 6 Wochen und das ging nicht in eine Beziehung rein. Das hat ganz einfach nicht funktioniert. Sexuell so hat zwar alles gepasst, aber beziehungstechnisch, die hat sich auch viel zu früh meines Erachtens nach ganz einfach auch hergegeben. Und das hat natürlich da diesen Jagdinstinkt hier bei mir komplett zum Erliegen gebracht. Aber dazu gibt es auch ein Video mit dem Titel Die Mätressenposition für Frauen extra einfach mal auf unserem Channel mal schauen.
Sex Sells ist gerade in der Dating-Phase überhaupt kein guter Ratgeber. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass ich, die wollte immer Beziehungen haben, ich wollte ganz einfach nur Sex von ihr, da gab es immer wieder mal Debatten und irgendwann habe ich gesagt, und tschüss. Ja. Und einige Wochen später schreibt man die mal wieder. Und ja, das ist so von oben irgendwie so herab. Hat sie irgendwie, weiß nicht, da hat sie, wo ist mein Handy, da hat sie auf jeden Fall irgendwas geschrieben von, ja, sie hätte jetzt einen neuen und der sei sowieso viel besser im Bett und irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht hat, ist mir auch scheißegal. Aber Fakt ist, ich weiß noch, dass ich diese Videobotschaft rausgehauen habe, die hatte etwa diesen Inhalt. Kathi, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich verstehe hier jetzt deine plötzlichen Nachrichten hier nicht den ganzen Tag schon und was du mir jetzt damit sagen willst. Ich meine, das mit diesem neuen, das trifft doch mich, das ist doch mir scheißegal, was redest du denn da? Mal ganz ehrlich jetzt, ich meine, ich habe dich, ich sag, gut aufpassen, ich habe zu ihr auch gesagt, das war jetzt ein bisschen hardcore, ich gebe es nicht zu. Ich habe zu ihr auch noch gesagt, du, ich habe dich von vorne geknallt, ich habe dich von hinten geknallt, ich habe es dir in den Mund gegeben und alles. Was hast du noch zu bieten, was für mich jetzt irgendwie interessant wäre, was hast du noch zu bieten? Daraufhin hat sie mich dann blockiert. Das hat natürlich dann gesessen. Das hat richtig gesessen. Ja, das ist es. Mit so einem Zeug hier, da machst du dich lächerlich ohne Ende, weil das nämlich nichts anderes ist als dieses Tryhard. Und das geht immer in die Hose, so etwas. Link oben, Infobox, Videobeschreibung oder zum Ende hängen wir es euch jetzt hier gleich mit dran. Und was hat das jetzt sowieso alles bitte mit dem Titel Ex zurückmanifestieren hier zu tun? Das check ich nicht. Diese magischen Worte bringen dein Ex zurück. Weißt du, ganz ehrlich, weil ich auch zuvor am Anfang schon das Titel mit der Kollegin da von ihm eingeblendet habe. Der Glaube an Manifestationen, und das sollte sich der Albert auch mal hier hinter die Ohren schreiben. Das ist ziemlich das, was am Ende übrig bleibt, wenn man sonst nichts mehr hat. In diesem Sinne.